So, willkommen zurück. Und ja, wir sind hier wieder auf dem Friedhof. Und ja, wir können ehrlich gesagt nicht sehr viel machen. Deswegen werde ich hier auch keine Chronostatis oder so einen Scheiß mehr machen. Denn das, was ich hier eigentlich machen wollte, schaffen wir zeitlich so gar nicht. So, den nehmen wir mit. Wir kämpfen aber nicht gegen alle Gegner, die hier rumschwören. Wir nehmen nur ein paar bestimmte. Weil die manchmal schon ein bisschen mächtig hier sind. Ah, den hauen wir mal um. Also hier gegen die soll man am besten Feuer machen. Genau. Das kann man natürlich hier auch machen. Also, man muss sich hier nicht nur am Feuer halten. Es soll ja darum gehen, dass die AP runtergeht. So, ja, in diesem Part wird wahrscheinlich gar nicht so viel passieren. Ein kleines bisschen Geschichtliches und das war's dann auch schon. Weil in diesem Part werde ich nicht viel machen. Ich werde auch bestimmt mich an den 15-Minuten-Limit halten. In diesem Part, beziehungsweise ich werde, sobald es um 6 ist, hier dann rausgehen. Und ich bin gerade übrigens in die falsche Richtung gelatscht. Ist aber ehrlich gesagt ja nicht mal so schlimm, weil ich ja wie gesagt Zeit ohne Ende habe jetzt gerade hier. Aber leider nicht so viel Zeit, um die Geschichte weiterzumachen. So, hier vorne ist dann später gleich ein Item. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist später mal wichtig. Und übrigens, die meisten Gegner hier, die sind etwas empfindlich auf Feuer. Feuer oder Blitz. Diese Fliegenden zum Beispiel auf Blitz. Und die greifen halt viel mit Wind an, deswegen hier auch so Windresistenz, dass es hier so rumliegt. Aber wir brauchen es halt zurzeit gerade nicht, weil ich das, was wofür man eigentlich das reinmachen soll, das Item, werde ich nicht machen jetzt. Das kommt später irgendwann mal. Aber jetzt erstmal eine Cutscene. Return to chaos, our mother. Return to chaos! The promised time is upon us. The promised time is upon us! Behold the harbinger of destruction. Behold the harbinger of destruction! Return to chaos, our mother. Return to chaos, our mother! The time has come. Wicked savior, go now to Atros' side. Death to the savior! I'd introduce myself, but I'm guessing that you already know who I am. She has come at last. It's the God Savior. Kill her! She cannot live! You're late, Hunter. It's the Hunter, just as the prophecy foretold. Answer our prayers and slay the Savior! Make the Oracle true! You murder innocent people and expect me to do your bidding? But Hunter, you know we did it for you! For the prophecy! Having a falling out? Don't insult me, Lightning. You think I'm with these guys? Fanatics with blood on their hands? He's working with the same guys. Kill them all! These fanatics have been waiting for you, Noel. They think the Shadow Hunter belongs to them. But you were taking too long. So they panicked and started killing anyone who even looked like me! Yeah? Then I shouldn't have waited, should I? I could have found you and saved their lives. And now what? You're gonna fight me? Yeah, that's right. That prophecy, it has to be true. Has to be true? You mean I have to die? And you're the one who's gonna make it happen? Bring it on, Noel. I've been fighting destiny for a long time now, and I'm getting good at it. Do you see them? Don't let them escape! Light, the Salvation soldiers are here. Go, 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 go. After them! There they are!
Lightning, follow me. We need to finish this, but it has to be the right place. Gut, dann tun wir das mal. So, hier ist nichts. Die ist ja auch schon weg. Wohin auch immer. So, die Viecher hasse ich am meisten. Gegen das werde ich jetzt auch nicht kämpfen. Die sind blitzempfindlich, aber die nerven halt ziemlich. So, gleich mal zeigen, wo wir hin müssen. Also wir müssen theoretisch gesehen hier hin. Werden wir auch in diesem Part tun, aber wir werden dort nicht weitergehen. Zumindest habe ich das jetzt vor irgendwie. Gut, das Item können wir nicht öffnen. Killing me isn't his goal. It's just a means to an end. It looks like he's heading for the Warren. Follow him. But remember, Light, you have to be careful. If the Savior dies, na, den nehmen wir. Der ist easy. War nicht Opfer. Hahaha. Not a bad victory. Muss ich hier übrigens an der Stelle auch wieder entschuldigen. Wieder ein bisschen erkältet. Deswegen rede ich gerade ein bisschen weniger. Hab halt übelst Halsschmerzen und meine Nase läuft mir auch schon die ganze Zeit davon. Es ist total unlustig. Und ich muss trotzdem darüber lachen und ich weiß nicht wieso. Und ja, deswegen wundert euch da jetzt mal nicht, dass ich hier ein bisschen weniger spreche. Oder dass ich eventuell auch so verschnupft klinge oder wie auch immer. Das ist leider gerade normal bei mir, dass ich so klinge. Ah, den nehmen wir auch mit. So, der ist empfindlich auf Feuer. Und tschüssi. Wir haben ihn direkt mit dem Kraftschlag in den Schockmodus gebracht. Muss ich mal erstmal hinkriegen. So, hier rechts rum. It looks like Noah is hiding out in an area of town called the Warren. It is likely he's waiting for you to seek him out. The Shadow Hunter was a real gracious sword. This area is sealed tight. So, hier brauchen wir so ein Etrus-Gedöns. Etrus-Siegel. Das kriegen wir hier drüben. Nur gerade nicht irgendwie. Dann müssen wir wahrscheinlich erst mal mit denen quatschen oder so. Show me the crest. Etro Emblem, so rum. Without a crest. So, das finden wir hier in der Ecke. Doch nicht? Irgendwo hier. Irgendwo hier war's. Wartet, wartet. Ich finde es. Das war mir nicht hier in der Nähe. Ich hab mir das. Eigentlich gelernt. Hier vorne vielleicht? Ja, hier vorne. Da ist es. So, da haben wir das Emblem. Ah, nee. Ich hasse sie. Egal. Machen wir jetzt tot. So, gegen was war der empfindlich? Ach, gegen alles Mögliche. Da ist ja gut. Ach, blocken brauchen wir bei dem nicht hier. Der hält. Der macht da gar nicht. So, ab in Schockmodus und adios, amigo. What? Okay, der hält doch ein bisschen mehr aus, als ich dachte. Ah. Muss ich nochmal in Schockmodus bringen, den Affen. Na gut, wenn du das so willst. Na, jetzt blocken wir mal. The light of your soul is mine. What's done is done. Komm, geh in den Schockmodus, verdammt. Ah, wir haben ihn gleich. Jetzt so. Hey. Reicht ja aber wieder. Zeit, dass du mal endlich stirbst. Tschüss. Endlich.
Gott. Das ist eine Nervensäge. Ah, wir haben gleich was Neues dazu bekommen. Neue Fähigkeit. Mir geht das Geräusch auf den Sack gerade. Mit meinem Heiltrank hier. So. Jetzt können wir wieder zu den Typen da gehen. Zu dem Fanatiker. This is it, Hope. Looks like we're in. Show me the crest of Edra. Hello, friend. Hi, Bruder. So. Also, theoretisch gesehen könnten wir jetzt hier weitergehen. Praktisch gesehen wohl eher nicht. Werden wir nicht tun. Denn von der Zeit her und allgemein mir fehlt dann noch ein bisschen was, was ich mir noch holen muss. Weil da kommt dann der Endkampf und so weiter. Also von diesem Kapitel zumindest. Und das ist nicht so einfach, weshalb ich noch was brauche. Dass ich mir dann einfach mal nachholen werde, wenn ich die Zeit dazu finde. Beziehungsweise wenn ich dann mal durch Zufall wieder dorthin muss. Das werde ich aber auch bald tun. Wahrscheinlich schon am Tag 3. Zumindest hoffe ich diesmal. So, jetzt haben wir hier noch eine Stunde, ja, um hier rumzurennen. Und deshalb kann ich eigentlich dort immer hingehen. Und im nächsten Part schauen wir mal, was da erstmal gemacht wird. So, den ignoriere ich jetzt hier mal. So, ne? Are you taking the train? Ja. Okay, es fährt nur der gerade. Ja, wir gehen dort mal hin. Ich habe mich jetzt mal gar nicht darauf vorbereitet, dass ich da hingehe. Wir schauen einfach mal, ob wir dort irgendwas machen können. In einer Stunde vor allem. Meine Stimme verschwindet schon wieder. Das ist nicht so toll. So, ich blätter bloß aber kurz auf die Seite hier, dass ich hier dann gucken kann. Können wir hier eventuell gleich sofort was machen. Stimmt, ich musste nochmal wohin. Muss ich gleich mal lesen. Moment, das dauert ganz schnell. Okay, gut. Gut zu wissen. So. Na dann. Was the Lord Patron of Usna. I so want to see that show. Maybe I should try. You managed to learn about the back route into the Augur's quarter. Is that enough or do you want more info? Das ist schon aber was erledigt. Hust. Ja, das hat nicht großartig was gemacht, aber naja. So, ich muss mal gucken. Ich suche hier gerade eigentlich ganz, was ganz Bestimmtes. Mal gucken, was hat der denn? Oh. Das ist gut. Ha, das ist gerade schwierig. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich ein Allheilmittel mal mitnehmen soll. Ah, nee, lass mal sein. Thank you very much. Ein bisschen einkaufen schadet ja nicht. Welcome. Ah, hier. Nee, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nee. Thank you for visiting. See ya. Brauchen wir jetzt nicht. So, was haben wir hier noch so Schönes? Step right up. Get the... Ja, der hat auch plus Burger, der hat bestimmt nur Essen. Every one of our fish is... Ja, genau, der hat auch nur Essen. Oh, Sushi, darauf hätte ich auch mal wieder Bock. Muss mal wieder in den Sushi-Laden. A paradise for gourmands that serve up dishes from every culture. Ja, das Schlemmerviertel, das. The world's ending anyway, I suppose. Come enjoy the healthy. Geh mir dann nicht auf den Sack mit deinem Essen. Ich hab mir nicht selber Hunger. Wenn ich dann hier die ganze Zeit nur hier von Essen zugepoppt werde, ey, dann ist das uncool. Burger. Ich hätte auch voll Bock. Schön Item. Hier hinten. Ach, das ist das hier oben, ey. Warte mal, das kriegen wir doch. Wir haben noch ein paar Sekunden. Das schaffen wir noch. Ich weiß mir nicht jetzt, wie man dorthin kommt, glaube ich. Komm. Ja, schaffen wir. Alter!
Es ist uncool. Komm, 10 Sekunden. 10 Minuten, besser gesagt. Ey, komm. Hahaha, ha, ha. Wir haben es hingekriegt. Was? Thorium. Schatzkisten, die von leuchtenden Ringen umgeben sind, enthalten Gegenstände, die man entdeckt hat. Kannst du den Tausch für EP eröffnen. Aha. Aha. Cool. Eher nicht. 6 EP brauche ich für dieses Drecksding. Wenn da nichts Cooles drin ist, dann werde ich fuchsböse, ey. Dann werde ich richtig böse. Dann werde ich aber so richtig böse. Welcome to the only. So, der Ausstatter. Was hat der so Cooles? Ich glaube, das sollte man kaufen, ne? Der ist aber auch billig. Und Umschlag mal 2. Oh, hier wieder solche coolen Brillen, ey. Was ein Scheiß. Ach, wir kaufen uns einfach, das ist irgendwie gerade billig. Nehmen wir einfach mal mit. Na, die sehen hässlich aus. Thanks for dropping in. Immer wieder gerne. So. Hier können wir auch noch reingehen. Jetzt kommt hier ein Gegner. Ja, super. Ja, wegen so ein scheiß Gegner konnte ich da jetzt nicht mal hin. Ah, jetzt bin ich böse. Jetzt habe ich die Schnauze voll, ey. So ein Arschloch, ey. Spawn dieser Affe genau da, wenn ich den Typ ansprechen wollte. Mein Gott, ey. Ich hatte 2 Minuten noch und dann spawnt da so ein scheiß Vieh und dann war es das mit Ansprechen. Mann. Naja, dann gehen wir halt jetzt zur Arsche. Ja. So ein Affe, ey. Ohne Mist. Na gut. Na, da hat sich gar nichts getan. Aber wir holen ja noch viele Seelen. Es kommt noch. Spätestens Tag 3, Tag 4, da geht's richtig ab bei mir. Okay, Light. Ah, hier liegt ja ein bisschen Zeug wieder rum. Oder ein was? Erzengel. Oh. Erzengel? Was macht das? Halt kampfunfähig und für die. Okay, das ist cool. Das ist cool. Aber dazu muss man erstmal die EP haben. Do you understand your role now? You must lift the shackles that bind people's hearts. And the more souls you save, the more Aradia you can harvest. That is crucial. Hat er irgendwas zu labern? Cool. Ah, der hat auch nichts zu labern. Hat er irgendwas zu was zum Kaufen? Inventar auffüllen. EP eintauschen. Also Schutzwasser ist schon was Geiles, ne? Ha, es ist gerade über. Es ist gerade so ein bisschen. Muss ich überlegen. Einmal Schutzwasser könnte man ja theoretisch holen. Ja, komm. Was soll der Geiz hier? Ich bin manchmal so geizig. So. Genau. So, aber wie gesagt, bevor ich jetzt hier weitergehe, beende ich jetzt den Part. Heute mal etwas kürzer, denn ich muss erstmal meine Stimme schonen, damit die morgen wieder besser ist. Ich hoffe, dass sie morgen besser ist, ey. Sonst werde ich ganz böse. Und ja,
dann sage ich einfach mal, wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder und ja, schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal, euer HT Blacker. Ciao. You know what we call them? Seeds, monster eggs. A certain, shall we say, listen, girly. I pay you for seeds. The more, the better.